Hallihallo ihr Lieben, heute geht es um die drei wichtigsten Gründe für Vintage-Uhren. Viel Spaß! Legen wir los und starten direkt mit dem ersten und vielleicht nicht wichtigsten, aber auf jeden Fall am klarest ersichtlichsten Punkt, und zwar der puren Qualität einer Vintage-Uhr. Qualität ist an der Stelle natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Was meine ich mit Qualität? Viele Leute denken bei Vintage-Uhren vielleicht erstmal an ein klappriges Jubilee-Band oder an ein Plexiglas, was ja jetzt auch erstmal auf den ersten, aufs erste Gefühl nicht so hochwertig wirkt wie ein Saphirglas. Ich rede immer von der Fertigungstiefe, wenn ich Qualität meine. Womit hat das was zu tun? Ich habe da so einen Lieblingsspruch, Lieblingssatz von mir, und zwar: Die Maschinen, die eine neue Uhr entwerfen, entwickeln, bauen und vor allem die Teile für eine neue Uhr bauen, die gab es noch nicht, als die erwähnten Vintage-Uhren gebaut wurden. Das bedeutet, es war zwangsweise einfach mehr Handarbeit, mehr auch wirkliche Kontrolle noch durch ein menschliches Auge dabei. Und so toll das auch ist, wenn eine Maschine eine neue Uhr in dem Fall kontrolliert, die Teile fertigt und so weiter und natürlich auch regelmäßig weniger Ausschuss besteht, weil eine Maschine natürlich vielleicht präziser arbeitet, so habe ich immer das Gefühl, dass es ein bisschen die Seele aus einer Uhr nimmt und auch diese Fertigungstiefe eben zerstört. Für mich wirken neue Uhren oft auf eine plastische Art und Weise gut. Dass eine neue Uhr, nehmen wir eine neue Rolex Datejust, jetzt das sozusagen der Enkel der Uhr, die ich gerade trage, dass so eine Uhr natürlich vielleicht erstmal hochwertiger wirkt, das mag ja sein, aber die Schritte, die da reingeflossen sind, die menschlichen Arbeitsstunden, sind einfach de facto weniger als bei einer neuen. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, und ich freue mich immer darüber, bei einer Uhr auch mal bei einer Vintage-Uhr auch mal einen Flaw zu finden, mal zu sehen, okay, hier hat der Mensch damals offensichtlich nicht perfekt gearbeitet, weil Menschen eben Fehler machen. Und natürlich reden wir von Fehlern im Kontext einer Luxusuhr. Das bedeutet, es ist immer noch kein schlimmer Fehler, der die Uhr auf einmal zerstört, sondern wir reden einfach von so kleinen Makeln, die sowas aber eben perfekt machen. Das ist wie ein Kunstwerk, was auch durch die Imperfektion des Künstlers erst so wirklich perfekt wird. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Gehen wir direkt weiter zum zweiten Punkt, und das ist die Uniqueness, die Einzigartigkeit von Vintage-Uhren. Warum ist mir der Punkt so wichtig? Gerade wenn man, ich meine, wir haben dieses wunderschöne Ambiente hier mit der Frankfurter Skyline im Hintergrund, gerade wenn man in Großstädten unterwegs ist, Frankfurt ist da natürlich ein Paradebeispiel, dann sieht man einfach moderne, ja auch Luxusuhren wie Sand am Meer. Es ist unfassbar. Ich war erst vor wenigen Wochen abends auf dem Opernplatzfest. Das ist hier so ein ganz großes Fest in Frankfurt. Und es war wirklich, also jeder zweite Kerl und auch jede zweite Dame natürlich mit einer Rolex am Handgelenk. Und immer irgendeines dieser unfassbar austauschbaren Modelle. Die nächste Datejust 41, weiß Gott, Lunette Jubilee. Die nächste 36er Datejust, Zaps wie am laufenden Band, GMT Masters. Dann mal eine Daytona dabei. Selbst das ist nichts Besonderes mehr. Und mit einer Vintage-Uhr hast du immer dieses Distinktionsmerkmal. Du hast eine Uhr, die selbst wenn jemand die gleiche Referenz aus dem gleichen Baujahr hätte, die niemals identisch sein kann, weil die Uhr einfach immer getragen wurde. Und selbst bei einer New Old Stock-Uhr ist es ja so, dass dadurch, dass die Uhr nie getragen wurde, eine ganz gewisse Patina auf dem Material entsteht, welche auch wiederum einzigartig ist. Im vergangenen Job beispielsweise hatte ich eine so gut wie ungetragene Cartier Santos Carré Stahlgold dabei, wo das Gold auf eine wunderbare Art und Weise angelaufen ist und wo gerade an der Seite einer Lünette so eine super schöne bläuliche Patina, also der Lünette, so eine wunderschöne bläuliche Patina entstanden ist. Obwohl die Uhr quasi nie getragen wurde, hat sie sich trotzdem auf ihre eigene einzigartige Art und Weise entwickelt. Und dieser Faktor, die Uniqueness einer Vintage-Uhr, ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich niemals der gleiche Typ sein werde, wie der neben mir steht oder neben mir sitzt und die gleiche Uhr anhat. Selbst wenn er, wie in dem Fall, auch eine 16014 Black Dial anhat, wird sein schwarzes Ziffernblatt anders patiniert sein. Wird sein Jubilee-Band mehr oder weniger Stretch haben. Wird das Gehäuse genauso oder anders aussehen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Vintage-Uhren, dass du eben nicht Teil von diesem Einheitsbrei der modernen Uhren bist, sondern wirklich eine einzigartige Vintage-Uhr hast, die dich unterscheidet, einfach menschlich und natürlich auch im Aussehen.
So kommen wir last but not least noch zu dem Punkt, der vielleicht so ein bisschen das Zünglein an der Waage für denjenigen ist, der sich jetzt noch nicht gedacht hat, wow, okay, ich muss unbedingt auf Vintage-Uhren umsteigen. Und zwar ganz einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich nehme jetzt gerne wieder diese Rolex Datejust, die ich hier trage als Beispiel. Wir haben eine Rolex Datejust 16014 aus 1983-84 mit Weißgold-Linette und Jubilee-Band, im Übrigen im Fullset. Die Uhr kostet knapp überhalb der 7.000-Euro-Grenze. Wenn man diese Uhr mit einer neuen Rolex Datejust vergleicht, ich kenne da aktuell die Referenz gar nicht, ehrlich gesagt, eine neue 36er mit Weißgold-Linette und Jubilee-Band, dann reden wir von einem Preis jenseits der 10.000 Euro, eher sogar Richtung 11.000 oder 12.000 Euro. Das heißt, wir reden von 4.000 bis 5.000 Euro mehr für eine Uhr, die gemessen an den Faktoren aus Punkt 1 und Punkt 2 sogar schlechter ist. Und dann ist für mich die Entscheidung klar, go vintage. So ihr Lieben, das war's dann schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, dass diese drei Gründe für euch einleuchtend waren und ich vielleicht den ein oder anderen sogar in Richtung Vintage, naja, bekehren konnte oder zumindest davon überzeugen konnte, dass er mal seine Nase in das Thema reinsteckt und mal ein bisschen zumindest am Vintage-Thema schnuppert. Liken und abonnieren wie immer nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!